Guten Tag, ihr eiskalten Tötungsmaschinen. Herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Das hier war unser letztes Kapiteltreffen mit Kamsky, in dem Connor dieses arme Androidenmädchen erschossen hat. Chloe hieß sie. Und jetzt geht's weiter hier mit dem nächsten Kapitel. Ja, für Marcus läuft es jetzt auch nicht so gut im Moment. Simon getötet, dann letztes Mal diesen Einbruch da komplett versaut, was mich echt immer noch wurmt, weil ich nicht raffe, dass sie das nicht Ich habe mich durchgezogen haben. gefragt, wo du bist. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Ich war gestern in Panik. Wir hätten siegen müssen. Ich kann mir solche Fehler nicht leisten. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Wenn sie nicht zuhören, kämpfen wir. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Warum hasst du Menschen so sehr? Das muss einen Grund haben. Ich sagte doch, ich will nicht drüber reden. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North! Du
Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Versammle deine Leute. Die Leute hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Okay, hast du ihren Androiden in den Ring? Okay. Wandle weitere Androiden um. Also Jesus on Tour, sagst du. Du bist frei. Es geht so einfach. Reite den Marsch vor. Darf ich mal durch, bitte? Dankeschön. Du bist frei. Wir hätten kleiner Marsch mit drei Leuten, oder? Komm mit uns. Bellini Paints, guck mal. Da war ich auch vor kurzem. Schöner Laden. Ja, ich meine, das sind jetzt alle hier. Drei Mann oder was? Das ist ja, was ist das für ein Marsch? Das ist doch albern. Jetzt oder konnte ich da noch weiter zurückgehen, aber das glaube ich nicht. Aber drei Leute ist ein relativ kleiner Marsch. Aber ich kann ja hier nichts weiter machen. Ich komme auch hier bestimmt nicht hoch. Nein. Ja, okay. Vielleicht kann ich auf der Straße noch welche anquatschen. Schauen wir mal. Da sind noch welche. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Freiheit. Freiheit für die Wahl. Marcus, wir müssen die Straße blockieren. Ja, ja, hätten wir letztes Mal auch gemusst, ich weiß. Straße blockieren. Total gute Idee. Auch noch einer. Hallo. Hallo. Du bist jetzt frei. Er sieht aus wie Ralph. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Du bleibst schön hin. Nein, nicht die Warteschleife. Passt sie auf. Ich will, dass der Android zerstört wird. Du bist frei. Ja, da will einer, dass ein Android zerstört wird. Da habe ich aber auch was gegen. Ich bin der Androiden-Jesus. Hier werden keine Androiden zerstört. Ja, er hat schon aufgehört zu telefonieren. Fuck. Da hätte ich eher eingreifen müssen. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Das hätte man bestimmt noch irgendwie verhindern können. Ich muss die Straße blockieren. Jetzt
Vielleicht sind hier hinten ja auch noch welche, die ich bekehren kann. Ne, komme ich nicht hin. Okay, dann also kein Aldeckel, sagst du. Dann soll es wohl so sein. Wo kommt ihr her? Ein Karo-Modell. Na, hier war doch gerade auch noch was. Achso, die kommt schon. Okay, alles gut. Hier noch ein. Er ist wirklich sehr Jesusartig, ne? Ja, das ist schon eher ein Marsch. Das ist schon nicht schlecht. Ein Symbol wählen, okay. Hier war die Faust, wa? Wo mir dieses komische Strichmännchen da unten gefällt. Ach komm, Strichmännchen ist es. Yeah, baby. Einheit 457 klingt aber auch sehr nach Maschine. Tausende? Sie marschieren. Tausende sind wir jetzt nicht. Sie marschieren die Straße runter. Das weiß ich doch nicht. Yeah.
Ich fürchte, das war's jetzt für Marcus. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren. Und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Also, ich habe ja gesagt, dass ich Marcus doch eher so ein bisschen kriegerisch spielen will. Mach das nicht, Marcus. Wähle nicht die Konfrontation. Folgt mir! Aber zu welchem Preis? Aber zu welchem Preis? Wir drei sind die einzigen Überlebenden? Seriously? Ist ja wie in einem schlechten Hollywood-Film. Na doch. Aber gute Schneise gerissen auf jeden Fall. Thank you.
Die öffentliche Meinung ist jetzt richtig im Keller, aber die war vorher schon im Keller, von daher. Naja, sie ist nicht besser geworden, sagen wir es mal so. In meinem nächsten Spieldurchlauf muss ich das echt mal alles so ein bisschen umkehren. Da muss ich wirklich diese Rebellion versuchen, so hinzukriegen, dass die öffentliche Meinung uns unterstützt in unserem Vorhaben. Das wird ja sicherlich irgendwie möglich sein. So, über den Balken laufen. 100%, ja, okay, klar. Einsamkeit genießen. Speicher teilen, 86%. Vergangenheit teilen, 95%. North hat der Vergangenheit Fragen, 96%. Da wäre noch irgendwie was möglich gewesen. Dann geht's hier im Einkaufszentrum weiter. Persönlichen Androiden umwandeln. Aggression gegen Besitzer zeigen, 24% nur. Okay. Die meisten sind anscheinend friedlich geblieben. Polizist blockiert den Marsch, 100%. Anstürmen, 12% nur. Die meisten, na gut, haben sich für nicht zurückweichen entschieden. 26% sind gegangen. Also die meisten spielen das Ganze wirklich friedfertig. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, Kara will ich liebenswert und friedfertig spielen. Sie stiehlt nicht, sie macht im Prinzip nichts gegen das Gesetz. Und Marcus will ich halt wirklich als den typischen Rebellen spielen, der einfach alle niedermetzelt. Marcus besiegt die Polizei, 30%. Kampfgewinn, 29%. Okay, gar nicht so viele. Gut, alles klar, das war das Kapitel Freiheitsmarsch. War echt ein schönes Kapitel, super episch eigentlich. Öffentliche Meinung gehasst. Simon befreundet. Na gut, Simon ist tot. Gut, Leute, danke fürs Zuschauen. Im nächsten Teil geht's hier weiter mit Detroit Become Human. Bis denn.